Und jetzt gehen wir diesen Pfad entlang. Und betreten die Arena. Tutti wartet. Ich bin gespannt. Ja. Ich sehe, der Kleine ist zurück. Verlassen wird ihn gleich das Glück. Ich hatte gehofft, dass die Sequenz vielleicht nochmal kommen würde, aber gut, dann eben nicht. Grunty's Furnace Fun. Jeeha. Beim letzten Mal haben wir nur die Einleitungssequenz praktisch gesehen und jetzt habe ich auch mal Zeit, ein bisschen mehr zu erklären. Hier hinten ist auch nochmal ein Kessel, genau, den ich schon aktiviert habe. Ein goldener Kessel? Hm, komisch, hatten wir ja noch gar nicht im Spiel. Was kann das bloß bedeuten? Merken wir uns das mal für später. Wie auch immer. Das hier ist jetzt jedenfalls der erste Endkampf im Spiel, man könnte es vielleicht so sagen. Grunthilda steht dort hinten als Quizmasterin und wir müssen uns hier über dieses Spielfeld, wir müssen uns hier einen Weg bahnen und irgendwie dort hinten zu unserer Schwester gelangen und der Hexe ganz mächtig eins auswischen. So ungefähr. Sehen auch wunderschöne Texturen, ja, das sollen Zuschauer sein, eigentlich aufgemalte Figuren an der Wand, aber okay, gut. Und das hier ist jetzt eben das Spielfeld. Wenn wir das Spielfeld betreten, dann kommen wir immer nur so weit, wie wir eben... Also, ne, man kann nur auf ein Feld und wenn man das Feld eben noch nicht gelöst hat, dann kann man auch nicht weitergehen. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht weiter auf das Auge gehen. So, erste Feld. Worum geht's hier jetzt eigentlich? Es ist, wie gesagt, so eine Art Quiz zum Teil. Zum Teil ist es auch verbunden mit Geschicklichkeitsaufgaben, aber das werden wir alles noch sehen. Diese Banjo-Kazooie-Felder, das sind praktisch allgemeine... Allgemeinwissen-Felder, könnte man so sagen. Ihr müsst euch das wirklich wie ein normales Spielbrett, also Brettspiel, ein ganz normales Brettspiel, sowas wie Trivial Pursuit oder sowas vorstellen. Man geht auf ein Feld, muss dann eine Frage lösen oder irgendeine Aufgabe oder so und dann darf man eben weitergehen. Und allein dafür liebe ich schon dieses Spiel, für diese absolut geniale Idee, weil ich meine, damit rechnet man überhaupt nicht. Wenn man dort hinten dann eben auf diesen Teleporter steigt, dann kommt hier diese Sequenz und man ist total geflasht, weil mit sowas rechnet doch keine Sau. Also, da, ganz ehrlich. Jedenfalls, wenn wir jetzt auf diesem Feld draufstehen, drücken wir einmal den A-Knopf, dann lässt Grunthilda eine Frage los oder eine Bemerkung oder irgendwie sonst was, auf die wir dann entsprechend reagieren müssen. Wir haben dann meistens 3 vorgegebene Antworten zur Wahl und wir müssen dann die Frage eben richtig lösen, damit wir weiterkommen können. Wenn wir sie nicht lösen können, dann müssen wir das Feld praktisch nochmal machen und wir verlieren gleichzeitig noch eine Honigwabe. Und wenn alle unsere Honigwaben weg sind, dann ist das Spiel natürlich für uns auch vorbei. So, aber jetzt fangen wir endlich mal an. Hör zu, mein kleines Schaf. Was weckt den Geist von Mad Monster Menschen aus dem Schlaf? Banjo tritt auf Knarren im Boden. Banjo lässt den Wecker klingeln. Banjo schlägt ihm ein Brett auf den Kopf. Nein, es war natürlich der Knarren im Boden. Gemeint ist der Geist Napper in der Eingangshalle von Mad Monster Menschen, wenn ihr euch erinnert. Ich rieche schon den Braten. Du hast sicher nur geraten. Wie man's halt nimmt. So, nächstes Feld. Auge. Hm, worum geht's hier? Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Sie zeigt uns bei diesen Augenfeldern dann immer bestimmte Bilder, in dem Fall halt das, irgendwelche Ausschnitte, die man dann einer bestimmten Welt zuordnen muss. Und in dem Fall war das jetzt die Pfeife vom Schneemann aus Frizzy Peak. Das habe ich jetzt ganz spontan mal eben so erraten, ja. Höre die Menge, sie schreit ganz verzückt. Wenn du verlierst, wird sie verrückt. So, und ab hier können wir uns eben entscheiden, wo wir lang gehen wollen. Entweder hier links lang oder hier rechts lang. Diese Grunthilda-Felder sind natürlich auch was ganz Besonderes, denn bei diesen Feldern ergeben zum ersten Mal die Sachen Sinn, die wir von Brenthilda das ganze Spiel über gehört haben. Also, kleine Kostprobe. Es war eine echte Hatz. Bei welchem Wettbewerb gewann ich den ersten Platz? Stinkesockenwettbewerb, ich glaube, es war der Stinkesockenwettbewerb, oder? Ja. Das sind eben diese ganzen Informationen, die wir von Brenthilda bekommen haben. Oh Graus, meine miese Schwester schwätzt alles heraus. Und hier braucht man die endlich und man hat sich das ganze Spiel über gefragt, wofür braucht man den Quatsch wirklich? Und hier macht auf einmal alles so viel Sinn und es ist so schön. So, jetzt gehen wir aber trotzdem mal links entlang, weil ich was haben will. Verrate mir, was für ein Tier macht Mumbo im Klick-Lockwood aus dir? Wer hat aufgepasst? Natürlich, wir sind dort eine Biene. Eine pummelige Hummel, aber gut. So, Notenfelder. Worum geht's hier? Hier geht's natürlich um Musik. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Ja, da muss man jetzt eben ganz genau zuhören. Und man könnte es vielleicht schon erraten haben. Es war natürlich Bottles, der Maulwurf. Beakers und Jamjas gibt's nicht mal in dem Spiel, glaube ich, aber okay. Bottles, der Maulwurf, ja.
So, zu dem Feld wollte ich nämlich noch. Das ist ein sogenanntes Joker-Feld. Hier stellt sie irgendeine Frage, also es kann alles mögliche sein aus allen möglichen Themengebieten. Und wenn man hier das Joker-Feld richtig löst, dann bekommt man eben einen Joker. Ja, mit diesem Joker kann man dann, also beziehungsweise man bekommt zwei Joker. Und mit diesen zwei Jokern kann man dann Felder überspringen. Was besonders dort hinten noch sehr nutzvoll sein wird, aber naja. Vor Angst ist sie ganz klein. Wie nennt sich dein kleines Schwesterlein? Ne, das bekommen wir gerade so hin. Tuti! Ta-da-da-da. Für jeden Joker, den du nutzt, wird eine Frage weggeputzt. Drücke B, um den Joker zu nutzen und dich mit Feigheit zu beschmutzen. Ja, mit diesem Joker könnten wir dann auch so wunderbare Felder wie dieses sympathische mit dem Totenschädel hier überspringen. Denn, das ist das sogenannte... Naja, was heißt sogenannte? Ich nenne sie jetzt einfach mal Todesfelder. Wenn man die Frage hier falsch beantwortet, und das kann auch wieder aus allen möglichen Themengebieten sein, wenn man es hier falsch beantwortet, dann fällt man unweigerlich in das Lavabecken und dann darf man das ganze Quizfeld nochmal von vorne machen. Und ich will's da hinten wirklich nicht riskieren. Man muss einige Todesfelder machen, also ich glaube mindestens zwei oder so, um vielleicht auch drei, um bis nach ganz hinten zu kommen. Und ich überspringe die Felder immer ganz gerne mit dem Joker, weil bevor ich das ganze Quizfeld dann nochmal mache, nee, das muss nicht sein. Eine Antwort wäre nett. Wie viele Felder hat dieses Brett? Ja, wer hat nachgezählt? Ich sage es mal spontan. Wohl. 78. Ja. Und eine Honigfarbe verloren. Mhm, aber kann ich mir gleich einsammeln. Freue mich über jede Qual, drücke A und probiere es nochmal. Ja, mach mal. Sage mir, du Tropf, was hat der Baum in der Wüste auf dem Kopf? Eine Sonnenbrille, eine Perücke, ein Hut? Was hat der Baum in der Wüste auf dem Kopf? Ich habe keinen Schimmer. Eine Sonnenbrille? Nee. Hä? Meint die Trunke oder was? Die Menge hofft auf dein Versagen. Ja, ja. Du wirst es sicher nie mehr wagen. Doch. In Mumbos Dorf, da steht ein Pfahl. Sein Name wäre erste Wahl. Das war Juju, der Totenpfahl. Weiß man eigentlich nicht so, beziehungsweise wird im ganzen Spiel, glaube ich, nicht erwähnt, bis auf den Abspann, den man natürlich erst nach dem Quiz hier sieht. Aber okay, sei es drum. So, das sind nochmal ganz besondere Felder, das sind praktisch Ereignisfelder. Also hier muss man irgendeine Geschicklichkeitspassage oder so aus dem Spiel eben nochmal machen auf Zeit. Und mal gucken, was hier kommt. Ah, super. Mumbos Großzauber helfen dir, schwer Spiel zu gewinnen. Deine Chancen sind gering, fresse mehr als dieses Ding. Oh ja, wie ich das Spiel... Oh, wie ich das Spiel gegen Mr. Weil ja geliebt habe. Ach so, oh nein, ja, gelbe Jumblies und Grumblies. Oh nee, oh. Okay, hier hinten haben wir jetzt Turnschuhe. Bup, bup, bup. Oh Gott. Oh nein, das ist echt so ein Spiel, mit dem man mich jagen kann. Da, als ob die Hexe Bescheid wüsste. Nicht gut. Ach Mist. Nirgendwo Jumblies und Grumblies. Zack, zack, zack. Oh, oh, oh. Zack, zack. Nein, halt. Also noch läuft's ja ganz gut, aber, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mir wurde gesagt, beziehungsweise ich hatte aus Kommentaren herausgelesen, der mir unter diesem Video, wo ich schon mal gegen Mr. Weil gespielt habe, angetreten bin. Also da wurde gesagt, er ist umso schneller, je mehr Punkte man... Oh Gott, da habe ich jetzt mal Schwein gehabt. Er ist umso schneller, je Punkte man, mehr Punkte man eben selber macht. Kann gut sein. Habe ich jetzt bisher eigentlich nie so drauf geachtet. So, wir gehen jetzt einfach mal rechts entlang. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Mad Monster Mansion? Könnte das irgendwas mit der Orgel sein? Scheint so. Gut. Schwängert. Nächstes Quizfeld. Auf welchem Instrument übt sich die Geisterhand als Musikant? Das war eine Orgel. Ja. Genau. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Könnte... Ja, das Polarbärenkinder, ne? Ja. Würde ich jetzt mal... Genau. Oh, Schwein gehabt.
Also es ist nicht so einfach. Wie gesagt, manche Fragen sind natürlich lachhaft, wie zum Beispiel die Frage nach Banjos Schwester, aber manche Fragen, da muss man echt überlegen, beziehungsweise muss man auch einfach raten. Weil das kann man selbst in 10 Sekunden dann auch nicht so schnell beantworten. Das ist schlimm. Auf welcher Schule bin ich gewesen? Sage es mir, sonst spricht mein Besen. Das war die Hexenuni, glaube ich. Ja. Ich wollte wissen noch, wie heißt deiner Treasure Trove Cove, der Eimer mit Loch? Oh Gott. Mr. Eimer, Leaky? War das Leaky? Ja. Oh Gott. Aber wie gesagt, auch das, woher soll man das wissen? Der Eimer hat sich mir nie vorgestellt. Das ist komisch. Na gut. Kann es sein, dass du nicht weißt, wie die Sprungattacke heißt? Doch, das ist natürlich der Schnabelsprung. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich hier noch den... nochmal einen Joker bekomme. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Das rechts könnte ein Kran sein. Also ich glaube Rusty Bucket Bay. Rusty Bucket Bay, ja. Das sieht mir irgendwie danach aus. Jahaha. Schön, jetzt haben wir schon 4 Joker und dann können wir jetzt ganz galant mal schon eben dieses Todesfeld hier überspringen. Der Joker setzt ein Feld, doch so wirst du nicht zum Held. Wie man's halt nimmt. Ich spiele halt auf Sicherheit. Meine Klamotten, es ist nicht schwer. Wo habe ich sie wohl her? Vom Hexendiscounter, Saggy Maggies Boutique, aus der Mülltonne. Nein! Vom Hexendiscounter? Ich weiß es nicht mehr. Boah. Also alle Sachen von Brantilda habe ich mir auch nicht gemerkt. Nun lass er klingen aus deinem Mund, auf welchen Namen hört mein Hund? Oh Gott. Ripper? Ja. Schwängert. So. In Freezy the Peak ein Walrus lebt. Welchen Namen es denn trägt? Wozza. 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 Ich weiß nicht genau. Wozza. Ich nenne ihn Wozza. So. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Na, wer weiß es. Für mich sieht das nach Bubble Gloop Swamp aus. Eines dieser komischen Teile, wo man hochklettern kann. Juhu. Nächstes Feld. Du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel? Ne, also den habe ich ja noch nie gesehen. Also, wer könnte das bloß sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Piddles oder... Ja, gut, Bottles. Ja. Du. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Ja, Mensch, das ist ja auch total schwer. Den hört man ja auch überhaupt nicht, beziehungsweise nur ganz selten. Das ist natürlich Lambada, der Tänzer, nein. Sambaramba, der Schamane. Das ist doch gut. Mumbo Jumbo. Sambaramba. Da, 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 da. Zum Frühstück ich das hier gerne esse, sonst ist gelesen die Messe. Zerquetschte Froschaugen? Ja. Oh mein Gott. Joker. Selbst wenn sich die Atome spalten, was ist in Rusty Bay nicht aufzuhalten? Die kreisenden Propeller, die fliegenden Tornados, die drehenden Zahnräder. Die kreisenden Propeller. Nein? Was? Die Zahnräder? Naja, was heißt aufhalten? Die Dinger sind noch nicht ganz stehen geblieben, oder? So habe ich jetzt gedacht, aber... Oh nein. Ah, Mist. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt so dadurch. Was quillt, oh Graus, aus Gobis Pyramide in Gobis Valley heraus? Das war Wasser. Genau. Und wieder eine kleine Actionaufgabe. Ah. Die Kiste macht bestimmt nicht schlapp. Besäge sie, die Zeit ist knapp. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem, glaube ich. Weil ich habe keine goldenen Federn mehr. Ah, nein. Da. Okay, ich muss es auf herkömmliche Art und Weise machen. Das ist ja blöd. Oh. Aber gut. Dann kann wenigstens auch keiner sagen, der Hering könnte nicht spielen oder so. Nein. Da. Ich will doch nur am Leben bleiben. Do-day. Oh. Ich bin viel zu langsam, habe ich das Gefühl. Tralali, tralala. Kiste für Kiste. Okay, die kleinen Kisten. Oh, kann man dann auch mit einer ganz normalen Rolle ausschalten? Das ist kein Problem. So ist ja nicht mehr viel da. Zack. Und zack. Tada. Geschafft. Ohne Goldfeder. Perfekt. So muss es sein. Ich könnte jetzt natürlich nach oben gehen, aber vergesst es. Dann sind meine 3 Joker ja sofort weg. Und da hinten, wie ihr schon seht, also das letzte Feld eben auf diesem Quizbrett ist so ein Todesfeld. Da. Nee.
Daher brauche ich meinen Joker.